Sonniges Wetter, weicher Sand und echtes Urlaubsfeeling. Die ideale Atmosphäre, um dem grauen Alltag zu entfliehen. Der Tennisclub Lichtenrade Weiß-Gelb holt die trendige und frische Sportart Beachtennis in den Süden Berlins und leitet mit Beachtennis-Weltmeisterin Mareike Biggemeier eine Fiesta Tropicana ein. Am vergangenen Samstag fanden sich viele Vereinsmitglieder und Ehrengäste zur Eröffnung der nagelneuen Beachtennisplätze auf der Tennisanlage des TC Lichtenrades ein. Neben den Tennis- und Hallenplätzen stehen den Mitgliedern ab sofort auch 3 Beachtennisfelder zur Verfügung. Sagen wir eine Erweiterung unseres Vereins in eine ganz andere Richtung. Bis jetzt haben wir immer nur über Tennis gesprochen und jetzt können wir einfach eine neue Sportart vielleicht mit integrieren. Beachtennis ist eine Mischung aus Tennis, Beachvolleyball und Badminton. Die Regeln sind dabei weitgehend vom Tennis übernommen. Bei der Eröffnungsfeier der Beachtennisplätze des TC Lichtenrades blieb eine Partie zwischen der amtierenden Weltmeisterin Mareike Biggemeier, Oliver Schwork, Bezirksstadtrat und Dr. Jan-Marco Luzak, Mitglied des Deutschen Bundestages, nicht aus. Natürlich bedeutet es mir viel, weil ich versuche, die Sportart hier in Deutschland populärer zu machen. Ja, mit dem DTB zusammen versuchen wir da, die Sportart an die Tennisvereine heranzutragen. Jung und alt, Quereinsteiger und Profis konnten sich bei viel Spaß barfuß im Sand und mit ganz speziellen Schlägern im Beachtennis ausprobieren. Hat auch auf jeden Fall fasziniert, dass man schön in Bewegung ist, dass es ein sehr actionreicher Sport ist, dass man sich viel bewegt, viel springt, sich im Sand bewegt. Seit mehreren Jahren gibt es beim TC Lichtenrade das Team Beach 49, welches sehr erfolgreich ist. Im Juli räumten sie bei den deutschen Teammeisterschaften in Berlin den 2. Platz ab. Eine Showanlage boten die Spieler des Vereins während der Festlichkeiten auch. Darüber, dass das neue Angebot eine tolle Ergänzung zum klassischen Tennis ist, waren sich alle Anwesenden einig. Ich finde es total super, dass so viele es ausprobieren wollen, so viele sich dann doch zum Turnier angemeldet haben und dass wir irgendwie die Leidenschaft, die wir ja über die Jahre entwickelt haben, ein bisschen weitergeben können. Das ist echt schön zu sehen. Wer jetzt Lust hat, Sommer, Sonne, Sand in der Heimat zu erleben und sich im Beachtennis ausprobieren will, kann das ab sofort beim TC Lichtenrade Weiß-Gelb tun.